Auf den ersten Blick fallen die beiden neuen Gebäude gar nicht mal besonders auf. Und das ist auch gut so, denn es beweist, dass die Architekten und Baufirmen auf dem Campus Westend hervorragende Arbeit geleistet haben. Schließlich stehen die beiden Neubauten in unmittelbarer Nähe des denkmalgeschützten Pölzigbaus auf einem parkähnlichen Gelände mitten in Frankfurt. Eine derart exponierte Lage, dass man sich lieber keinen architektonischen Fauxpas leisten sollte. Aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen und sogar schön geworden, findet etwa auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der deshalb in seiner Eröffnungsrede passend zur Goethe-Uni auch gleich ein bisschen Goethe zum Besten gab. Um mal den Namenspatron zu zitieren, wohlgegründet, wohlgeformt und hier gesetzt in Gebäudlichkeiten, die nun wirklich aus, glaube ich, nicht nur aus meiner Sicht, sehr gelungen sind, die in dieses Ensemble hineinpassen. Ich verspreche Ihnen, in 3-4 Jahren werden Menschen hierher kommen und glauben, dass es nie anders gewesen sein könnte. Man gewöhnt sich schnell an diese Umstände und mein herzlicher Dank an die Architekten, an die Planer. Ich glaube, das ist ein sehr gelungenes Werk. Mit den beiden neuen Gebäuden, so der Ministerpräsident weiter, sei die Goethe-Universität jetzt noch weiter vorne mit dabei. Gerade das neue Haus der Psychologie, Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften sei künftig eines der wichtigsten Clusterzentren Deutschlands. Das Gebäude, in dessen unterem Teil eine umfangreiche, fachübergreifende Bibliothek untergebracht ist, besticht nicht nur durch Farben und Formen, sondern vor allem auch durch Funktionalität. Unser Credo, würde ich sagen, ist, dem studentischen Leben möglichst viele Räume, offene Räume anzubieten, Möglichkeiten anbieten, des informellen Treffens, der Kommunikation, dass Räume, die sich die Studenten aneignen können, neben den reinen Lehrräumen, neben den reinen Veranstaltungsräumen. Und dann gibt es auch noch ein historisches Element im Gebäude selbst, und zwar die restaurierten Reste des sogenannten Affensteins, einer alten Frankfurter Warte. Rückblick. Im Sommer 2008 waren Bauarbeiter bei ersten Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände auf den mittelalterlichen Wachturm gestoßen. Aus Denkmalschutzgründen wurde dieser unter hohem Aufwand nun ins neue Gebäude integriert. Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen, findet nicht nur der Ministerpräsident. Diese 3 Campi, die Sie jetzt haben, sind aus meiner Sicht mit das Modernste, was es in Deutschland zurzeit gibt. Sie sind ein Anspruch, den Sie sich selbst gestellt haben, auf herausragende Lehre und Forschung. Insgesamt sollen in Zukunft rund 10.000 Studierende sowie etwa 1.000 weitere Mitarbeiter in den beiden Gebäuden lehren und lernen. Gesamtbaukosten rund 150 Millionen Euro.